Guten Morgen, Leute aus der Flotingheit. Ich sitze hier bis zum Brust ins Wasser und ich versuche Wasservögel zu fotografieren. Momentan sehe ich nichts, aber abwarten. Es ist natürlich wie bei allen Ansitzen eine Glückssache, dass man überhaupt was sieht. Man braucht viel Zeit, Geduld und Ausdauer. Sonst geht es gar nicht. Ich versuche mich nach vorne zu schleichen, weil hier, wo ich ins Wasser gegangen bin, da war nichts. Und die Sonne kommt schon bald hoch. Und ich möchte es natürlich nutzen. Wie ihr es sehen könnt. Ich habe hier zwischen den zwei Schwimmkörper Platz für meinen Körper. In der Mitte befindet sich meine Kamera. Das kann ich mit Hilfe dieser Gimbal sehr gut und sehr fein auf mein Ziel richten. Ich kann meinen Ellenbogen auf die zwei Schwimmkörper auflegen. So werden meine Hände nicht nass. Und so gelingt kein Wasser in meine Kamera. Und ja, so kann ich halt tatsächlich gut fotografieren. Ich muss nur halt darauf aufpassen, dass Wasser nicht über dem Badhose läuft, wenn mein Badhose voll läuft. Es ist nicht nur kalt, sondern es ist so ein enorm großes Gewicht, was ich vielleicht nicht mehr schaffe, raus auf dem Ufer zu bringen. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der See gelaufen. Und komischerweise hier ist das Wasser etwas wärmer. Ist es zwar Badezeit, Badewetter, aber wenn man 2-3 Stunden lang nur steht ins Wasser, trotz Watthose und darunter habe ich noch natürlich andere Hose auch, damit es mich warm hält, zieht das Wasser so viel wärmer aus. Man spürt schon, dass die Beine so steif werden. Die Lichter sind jetzt wunderschön. Wieder nicht schlecht. Ein paar Enten jetzt. Oder irgendetwas. Außer natürlich Badegäste. Ich zeige euch, wie es von außen aussieht. Ich habe hier 180 Grad Aussicht
Einen habe ich links von mir, so eine kleine Fenster. Dann habe ich rechts von mir kleine Fenster. Und natürlich vorne habe ich eine größere, längere Fenster. Die Menschen sind schon da. Es ist 5:30 und ich höre schon Menschen reden. Es ist der Wahnsinn. Selbst am Sonntag früh 5:30 sind schon Menschen unterwegs. Naja, das Wasser ist extrem ruhig. Sehr schön flach, minimale Wellen. Aber leider, die ersten Badegäste sind schon da. Muss ich wahrscheinlich jetzt bald schon abbrechen. Die Menschen sind laut, rücksichtslos. Das war's wahrscheinlich für heute.